Ja, dann starten wir. Ich denke mal, auch wenn noch der ein oder andere dazukommt, dann ist es, glaube ich, kein Problem, dem Vortrag hier zu folgen. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zur Vorstellung des Masterprogramms Digital Business Engineering als Teil des virtuellen Studieninfotags der Hochschule Reutlingen. Mein Name ist Christian Decker und ich bin der Studiendekan dieses Programms. Und ich möchte Sie heute so in der nächsten halben Stunde so ein bisschen mal in verschiedene Aspekte dieses Studienprogramms einführen. Und dafür habe ich diese kleine Präsentation vorbereitet, die so die wichtigsten Informationen dieses Studiengangs zusammenträgt. Ja, vielleicht mal zuallererst so ein bisschen so die Key Facts, die man ganz am Anfang mal einfach zusammenträgt über diesen Studiengang. Und zwar bezeichnen wir Digital Business Engineering als ein IT-Masterstudium. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass der Schwerpunkt dieses Studiengangs auf der Informatik liegt. Wir sind im Teilbereich der Wirtschaftsinformatik unterwegs. Wir bezeichnen uns selber als in einem innovativen Kernbereich der Wirtschaftsinformatik ansässig und fokussieren in diesem Bereich vor allen Dingen die Informatikkomponente in einem Masterstudium. Die Besonderheit dieses Studiengangs ist, dass er stattfindet am Hermann-Hollerith Lehr- und Forschungszentrum für Digital Business der Informatikfakultät der Hochschule Reutlingen. Und dieses Lehr- und Forschungszentrum befindet sich in Böblingen. Das ist also quasi für uns das Schwerpunktzentrum der IT-Industrie hier in Baden-Württemberg. Das Lehr- und Forschungszentrum hat insgesamt vier Labore und integriert Forschung und Lehre sehr eng miteinander durch die sogenannten Living Labs. Die Living Labs werde ich nachher noch mal ein paar Bilder dazu zeigen. Das sind also Labore, in denen neben den Vorlesungen für unsere Studierenden auch Ausbildungsinhalte geliefert werden können. Und die Besonderheit dieses Studienprogramms am Hermann-Hollerith-Zentrum ist, dass es als durchgehende Blockveranstaltung organisiert ist. Das heißt, also, es gibt keine wöchentlichen Veranstaltungen, sondern alle Vorlesungen werden blockorientiert angeboten, also immer in wenigen dann ganzen Tagen wird der Lehrinhalt vermittelt und das ermöglicht vor allen Dingen ein berufsbegleitendes Studieren innerhalb von 3 Semestern zum Master of Science Abschluss. Ja, kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben ja heute hier diesen Online-Infotag, wo wir eigentlich den Studiengang über diese Folien vorstellen. Wir haben dazu auch noch ein paar Studierende eingeladen, die auch etwas über diesen Studiengang erzählen. Anfang Mai, am 4. Mai, wird nochmal ein weiterer Online-Infotag direkt am Hermann-Hollerith-Zentrum stattfinden, den wir dann live aus dem Hermann-Hollerith-Zentrum streamen, sodass man also da an diesem Tag nochmal einen Eindruck bekommt, wie es in unserem Forschungszentrum aussieht. Da werden dann die Labore auch live gezeigt und da kriegt man sozusagen auch noch einen besseren Eindruck, was wir dort eigentlich tun. Also wer sich dafür interessiert und da auch nochmal mit Studierenden in Kontakt kommen möchte, beziehungsweise auch mal die Labore sehen möchte, der kann sich online dann via Zoom reinschalten am 4. Mai um 17:30 Uhr. Die Informationen dazu findet man auch nochmal auf unserer Webseite www.hhz.de. Da kann man draufgehen und sich für diesen Online-Infotag registrieren. Dann kriegt man den Zoom-Link zugeschickt und kann dann am 4.5. teilnehmen. Okay. So, dann kurz zur Agenda. Was erwartet Sie heute? Also das erste Mal, was wir erklären sollten, ist, was ist dieses Hermann-Hollerith Lehr- und Forschungszentrum? Das ist ja eine Besonderheit dieses Studiengangs, dass er dort an diesem Forschungszentrum stattfindet. Da kann ich Ihnen kurz 5 Minuten einen Einblick geben. Dann das eigentlich Wichtigste, was sind so die Aspekte beziehungsweise die wichtigsten Informationen, die Sie über das Gebiet Digital Business Engineering wissen sollten. Und was mir auch wichtig ist, dass Sie ein bisschen Einblick bekommen in die Durchführung des Studiums. Also wie unterstützen wir Sie, dass Sie erfolgreich sind in dem Studium? Und das ist zwar schon der größte Teil der ganzen Vorstellung, aber ich möchte das auch so ein bisschen dann übergeben. Wir haben auch noch 3 Studierende hier dabei, die dann mal kurz ein bisschen Einblick geben in Ihre persönliche Erfahrung des Studiums, sodass Sie also auch da mal aus erster Hand so ein paar Informationen bekommen. Und wir schließen dann spätestens nach einer Stunde die Vorstellung ab mit einer kleinen Q&A-Session. Das heißt also, da kann es nochmal Fragen geben. Stellen Sie Fragen an uns, also quasi an mich, Ihren Studiendekan. Stellen Sie Fragen an unsere Studierende oder stellen Sie auch Fragen an den Yusuf. Das ist einer der Mitarbeiter und Doktoranden bei uns am Hermann-Hollerith-Zentrum, um mehr über das Studium zu erfahren.
Kleiner Hinweis noch an der Seite, diese gesamte Veranstaltung wird aufgezeichnet und dann im Anschluss werden wir die Veranstaltung auch in Auszügen dann auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stellen, sodass Sie also hier die Möglichkeit haben, die Teile der Veranstaltung auch nochmal persönlich für sich nachzuhören. Okay. Ja, dann lassen Sie uns mal starten, lassen Sie mal einsteigen. Zuallererst mal gehen wir ein auf das Hermann-Hollerith-Zentrum. Das ist ein sogenanntes kooperatives Lehr- und Forschungszentrum der Hochschule Reutlingen. Und die Besonderheit ist, es liegt nicht in Reutlingen, sondern es liegt in Böblingen. So, und hier sieht man mal so eine Außenansicht dieses Gebäudes. Es ist also ein sehr modernes Gebäude, sehr hohe Räume, hohe Fenster, alles neu quasi, kann man sagen, sehr modern eingerichtet. Und wir stopfen das immer weiter voll mit Technologien. Und Lehre sieht bei uns zum Beispiel dann so aus, das hier ist der Professor Hertwig, der unterrichtet bei uns Service Science, also quasi die Wissenschaft davon, wie man Service-Ökosysteme, also den kooperativen Zusammenschluss mehrerer Unternehmen über IT oder Informationstechnologien realisieren kann zur Ermöglichung eines neuen Produktportfolios. Womit beschäftigen wir uns? Das Hermann-Hollerith Lehr- und Forschungszentrum ist das Lehr- und Forschungszentrum der Fakultät für Informatik im Bereich Digital Business. Und das bedeutet, dass wir hier die Verbindung von Fragen aus der Geschäftswelt, also aus den Wirtschaftswissenschaften und der Informatik als Teilbereich der digitalen Transformation nachgehen. Das heißt, wir betreiben Forschung und akademische Ausbildung in diesem innovativen Kernbereich der Wirtschaftsinformatik, vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Informatik. Das heißt also, es gibt natürlich wirtschaftswissenschaftliche Anteile und es gibt Informatikanteile und die Informatikanteile, die dominieren bei uns in unserem Studiengang. Digitale Transformation kann man sich quasi so vorstellen, wie das hier mal mit dieser kleinen Abbildung illustriert ist. Das ist also die Veränderung der Produktionsmittel zur Wertschöpfung. Also so 17., 18. Jahrhundert war die Dampfmaschine vorherrschend, war also das Produktionsmittel für die industrielle Revolution. Dann wurde das abgelöst durch die Elektrizität und seit den 80er Jahren kommen ja vermehrt die Informationstechnologien auf, in unterschiedlicher Art und Weise, Personal Computer, Desktop, Smartphones, Tablets und so weiter. Und der Beweis, dass das funktioniert, ne, das ist, glaube ich, der Beweis, dass wir heute hier in dieser Zoom-Session zusammensitzen. Wir betrachten diese Informationstechnologien hier als die eigentlichen Werttreiber oder Produktionsmittel für die Wertschöpfung von den aktuellen und zukünftigen Produkten. Das heißt also, das physische Produkt rückt eher in den Hintergrund und der digitale Service ist das, was eigentlich hier zur Wertschöpfung beiträgt. So, und wie man das macht, also welche Methoden dahinter stehen, wie man solche Dinge baut, wie man sowas herstellt, wie man Geschäftsmodelle baut, die das ermöglichen können, das ist Gegenstand unserer Forschung und akademischen Ausbildung. Okay, und das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus, ne? Also wenn man Präsenzunterricht hat, dann sieht man hier einen Haufen Leute, die zusammenstehen und genau diese Aspekte halt diskutieren und darin an der Ausbildung teilnehmen. Und das sieht jetzt erstmal nicht nach digital aus, also nicht nach Verwendung von Informationstechnologien, sondern eher analog mit diesen ganzen Tafeln, mit Zetteln, mit der direkten persönlichen Unterhaltung. Aber wenn Sie mal genau in diese Bilder reinschauen, dann sehen Sie, dass dieser Prozess eigentlich durchweg begleitet wird durch Informationstechnologien. Hier auf diesem Tisch befinden sich mehrere Laptops. Sie sehen, dass die Leute immer, wenn sie oder unsere Studierenden immer, wenn sie solche Fragestellungen diskutieren, auch immer gleich die elektronischen oder informationstechnischen Werkzeuge dabei haben, um die Ideen umzusetzen. Also der Computer bzw. softwareintensive Produkte spielen bei der Realisierung dieser Art von Ausbildung bei uns eine sehr, sehr große Rolle. Ja, und seit einem Jahr sehen dann auch Vorlesungen bei uns so aus. Das heißt also, werden am Computer verfolgt. Das ist der aktuelle Stand für die theoretische Vermittlung von Vorlesungsinhalten. Darüber hinaus machen wir natürlich auch Labore und diese werden als Hybridveranstaltung angeboten. Das heißt also, dass ein Teil der Studierenden bei uns dann vor Ort sind und an den Laboren dann direkt in Präsenz teilnimmt, natürlich unter der Beachtung der entsprechenden Hygienebedingungen und ein anderer Teil der Studierenden kann dann online teilnehmen. Und das ist also, denke ich mal, auch ein Modus,
der für uns als ein Forschungszentrum in dem Bereich Digital Business auch nach der Pandemie weiterhin Bestand haben wird. Und ich werde Ihnen nachher noch mal ein paar Beispiele zeigen, wie unsere Studierenden auch zusammen mit den Professoren genau an solchen Formaten von Lehrveranstaltungen arbeiten. Ja, dann lassen Sie uns mal noch ganz kurz die ganze Sache abschließen. So ein Lehr- und Forschungszentrum, ne, das macht man natürlich nicht alleine. Also die Professoren können das nicht alleine stemmen, sondern wir machen das zusammen mit weiteren Hochschulen und vor allen Dingen mit Unternehmen. Wir haben eine sehr starke Verbindung hin zu Unternehmen. Und hier sind mal so die Unternehmen, mit denen wir kooperieren, aufgeführt. Ich denke mal, die Logos sprechen da für sich und sollen einfach nur mal kurz den Einblick geben, dass dieses Lehr- und Forschungszentrum sehr gut verzahnt ist, sowohl in der akademischen Welt mit unterschiedlichen Hochschulen und Universitäten, wie auch mit Wirtschaftsunternehmen. Ja, dann lassen Sie uns mal einsteigen in den eigentlichen Studiengang Digital Business Engineering. Das ist ein Masterstudium und wir überschreiben diesen Studiengang eigentlich immer sehr gern mit diesem Motto: Digitalisierung einfach machen. Und das ist auch etwas, was wir in dem Studiengang selber leben. Und da möchte ich Ihnen mal einen Einblick geben. Die Methoden, digitale Geschäftsmodelle zu dokumentieren, zu erstellen und damit zu arbeiten, sind Gegenstand verschiedener Vorlesungen, insbesondere zum Beispiel einer Vorlesung Entrepreneurship. Und die Methoden wenden wir auch wiederum selber an in unserem eigenen Studiengang, um über den Studiengang zu sprechen. Und ein Instrument, was wir dafür ausgewählt haben, ist das sogenannte Vision Board. Das Vision Board ermöglicht es sehr kompakt, über Ideen und Konzepte zu sprechen. Und wir wenden jetzt dieses Modell oder dieses Instrument einfach auf den Studiengang an. Dieses Vision Board fasst also in kompakter Art und Weise die Essenz des Studiengangs zusammen. Das finden Sie auch auf unserer Webseite. Lassen Sie mich deswegen mal ganz kurz durch die wesentlichen Punkte dieses Vision Boards durchgehen. Ja, es heißt Vision Board, also sollten wir mit der Vision beginnen. Was ist denn jetzt eigentlich die Vision? Und da verstehen wir Digital Business Engineering als einen Studiengang, der die IT-basierten Methoden vermittelt, sowie das technische und strategische Know-how für die Digitalisierung von Unternehmen. Dahinter verbirgt sich eigentlich die Idee, dass wir hier einen interdisziplinären Ansatz schaffen wollen. Und das kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass unsere Studierenden sehr verschiedene Hintergründe haben. Ja, sie kommen nicht nur aus dem Informatikbereich, sondern sie kommen aus den Ingenieurswissenschaften und aus der technischen Betriebswirtschaft. Was wir vermitteln wollen, sind die ingenieurswissenschaftlichen Methoden, also die Art und Weise, wie man Prozesse, wie man Systeme und softwareintensive Produkte baut, um eine IT-basierte Wertschöpfung in digitalen Geschäftsmodellen zu ermöglichen. Dabei betrachten wir Computer- und informationsverarbeitende Prozesse als primäre Produktionsmittel dieser geschäftsrelevanten Strategien. Zum Beispiel kommt es zum Ausdruck in technologischen Entwicklungen wie dem Internet of Things, IoT, Social Media oder der allgemein der digitalen Transformation von Unternehmen. Und wir schauen uns vor allen Dingen wertschöpfende Prozesse an, die überhaupt erst durch IT ermöglicht werden. Also es gibt quasi die wertschöpfenden Prozesse, die durch IT unterstützt werden. Und unser Fokus liegt vor allen Dingen darauf, welche Prozesse können wir überhaupt ermöglichen, die ohne IT gar nicht anders herzustellen wären. Beziehungsweise lassen Sie mich mal darauf kommen, was für Leute das sind, was für Studierende sich für genau diese Art der Vision oder dieses Studiengangs interessieren. Und das sind vor allen Dingen innovationsorientierte Studierende, also Leute, die wirklich was gestalten wollen, die ihr technisches Know-how vertiefen wollen, um genau diese wertschöpfenden Prozesse zu ermöglichen. Wenn Sie also das persönliche Ziel für sich sehen, hier einen nächsten Karriereschritt zu machen und die Digitalisierung in Unternehmen maßgeblich mitgestalten wollen, dann sind Sie exakt im Zentrum unserer Zielgruppe. Die Ausbildung, die wir dabei liefern, ist die Ausbildung, die vor allen Dingen für Unternehmen, die solche digitalen Technologien einsetzen wollen, in einem Umfeld sehr schnell veränderlicher Technologien dann neuartige und wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle ermöglichen wollen. Das heißt also, sind Sie in einem Unternehmen beispielsweise heute als Werkstudent tätig, wollen Sie also diese Werkstudententätigkeit dann überführen, auch in eine Karriere in dem Unternehmen, wobei Sie quasi sehen,
dass sich in ihrem Umfeld sehr schnell die Technologien verändern und demzufolge Geschäftsmodelle anzupassen sind, dann quasi bieten wir hier die exakt passende Ausbildung für ihr Profil an. Ja, wie funktioniert jetzt diese Ausbildung? Vielleicht mal schwerpunktmäßig zuallererst mal dargestellt. Der Studiengang Digital Business Engineering ist ein Studiengang, wo 70% der Lehrinhalte Informatikinhalte sind und ca. 30% BWL-Inhalte. Kommen Sie also zum Beispiel aus dem Bereich der Wirtschaftsinformatik, wo so ca. 50% der Lehrinhaltsaufteilung existieren, dann ist der Digital Business Engineering ein Studiengang, der insbesondere diesen Teil der Informatik nochmal verstärkt vertieft. Das Programm selber endet quasi mit einem Abschluss des Masters of Science, den Sie nach 3 Semestern erreichen. Einstieg in das Programm finden Sie mit einem Bachelor mit 210 ECTS. Und die Besonderheit des Programms ist, dass Sie das Programm berufsbegleitend studieren können, da die gesamte zeitliche Organisation des Programms auf eine blockweise Durchführung der Lehrveranstaltungen ausgerichtet ist. Sie können das Programm genauso gut auch als Vollzeitstudent studieren. Dann haben Sie Phasen sehr intensiver Lehrveranstaltungen und Phasen, in denen keine Lehrveranstaltungen stattfinden. Ich kenne Vollzeitstudierende, die dann diese Phasen der Lehrveranstaltungen dann nutzen, beispielsweise um andere Lehrveranstaltungen zu besuchen und damit ihr Studium noch weiter beschleunigen. Also das heißt, als Vollzeitstudent sind Sie prinzipiell in der Lage, tatsächlich das Programm noch schneller abzuwickeln beziehungsweise auf einige Dinge noch mal intensiver einzugehen. Was das Programm noch mal ausmacht, ein paar kleine Einstiegspunkte vielleicht für Sie. Wie versteht man jetzt hier so einen Modulplan? Was bringt jetzt einem Studenten so einen Modulplan? Da kann man vielleicht mal ein paar Punkte herausnehmen. Zum Beispiel das Modul Artificial Intelligence ist zum Beispiel ein Modul, was bei uns im Pflichtprogramm drin ist. Wenn Sie das zum Beispiel vergleichen mit dem Wirtschaftsinformatik-Masterstudiengang an der Hochschule Reutlingen, der lässt Ihnen quasi den Bereich der KI beziehungsweise der Artificial Intelligence als Wahlbereich entsprechend zur Wahl. Bei uns ist das ein Pflichtmodul, weil wir vor allen Dingen sehen, dass digitale Geschäftsmodelle durch solche KI-Technologien entsprechenden Anschub beziehungsweise einen entsprechenden Push erleben werden. Und deswegen wollen wir dieser Bedeutung dieses Fachs auch entsprechend hier einen Raum einräumen, nämlich, dass wir es in das Pflichtprogramm setzen. Sie haben darüber hinaus natürlich Möglichkeiten, das Studium individuell nochmal zu flexibilisieren. Da sei zum Beispiel hier das Projekt 1 und 2 erwähnt. Das ist bei uns ein Jahresprojekt. Da arbeiten Sie mit anderen Studierenden im Team an einer Fragestellung und müssen quasi selbstständig eine komplexe Fragestellung innerhalb eines Projektkontexts zum Erfolg führen. Vertiefungsmöglichkeiten haben Sie bei uns auch. Das sind dann die Wahlfächer hier beispielsweise. Da können Sie dann frei zwischen verschiedenen Wahlfächern auswählen und nochmal sozusagen persönliche Schwerpunkte setzen. Lassen Sie mich da mal direkt noch auf diese Wahlfächer eingehen. Also quasi für die Spezialisierung Ihrer eigenen Ausbildung haben Sie die Möglichkeit, Wahlfächer, die direkt am Hermann-Hollerith-Zentrum in Böblingen auch gehalten werden, in Form einer Blogveranstaltung zu besuchen. Das sind also zum Beispiel die Wahlfächer Internet of Things oder Innovative Methods of Service Engineering oder seit Sommersemester 2021, also aktuell in diesem Semester, haben wir das Wahlfach Quantum Computing zusammen mit der IBM. Darüber hinaus gibt es Wahlfächer bei unserem Kooperationspartner, der Uni Stuttgart. Es gibt 2 Professoren der Universität Stuttgart, die im Programm Digital Business Engineering Vorlesungen halten. Das ist das Modul Business Process Management und das Modul Distributed Systems. Darüber hinaus ermöglicht diese Kooperation, dass sie auch andere Informatik-Wahlfächer an der Uni Stuttgart besuchen können. Da ist allerdings die Besonderheit, dass das wöchentliche Veranstaltungen sind. Und hier, wenn Sie zum Beispiel einen weiteren Karriereweg in der Akademie, also quasi in der Hochschule, anstreben, zum Beispiel in Form einer Promotion, dann empfehlen wir Ihnen, dass Sie diese Wahlfächer an der Uni Stuttgart hören, also Algorithmics, Loose Coupling, Message-Based System oder Data Management und Analysis.
Dann mit diesen Wahlfächern ausgestattet, haben Sie eigentlich dann ganz gute Karrieremöglichkeiten nach Ihrem Masterstudienprogramm, ein Promotionsstudium in Kooperation mit uns und der Universität Stuttgart zu beginnen. Darüber hinaus gibt es ebenfalls, da wir ja eigentlich ein Studiengang der Fakultät Informatik sind, auch die Möglichkeit für Sie, natürlich Wahlfächer des Wirtschaftsinformatik-Masterstudienprogramms an der Fakultät in Reutlingen zu besuchen. Das Ganze müssen wir ein bisschen planen natürlich, weil die auch entsprechende Ressourcenlimitierungen haben. Aber ich kenne einige Studierende, die dieses Sommersemester beispielsweise dann Wahlfächer noch zusätzlich in Reutlingen belegen. Und diese Wahlfächer, die können Sie auch bei uns dann wiederum anerkennen lassen. Das heißt also, Sie haben ja eine sehr große Auswahl, entweder der Wahlfächer, die direkt am Lehr- und Forschungszentrum bei uns in Böblingen angeboten werden, Wahlfächer eher noch tieferer, theoretischer Natur, die dann in Stuttgart angeboten werden, oder Sie nutzen auch das umfangreiche Wahlfachprogramm in Reutlingen. Und das heißt, Sie haben von allen Welten, die wir streifen, können Sie da entsprechend auswählen. Ja, lassen Sie uns weitergehen zu den Living Labs, die ich ja am Anfang schon erwähnt habe. Also eine Besonderheit ist, dass wir es in unseren Räumlichkeiten Labore aufbauen. Und diese Labore haben vor allen Dingen den Anspruch, dass sie die Szenarien, die da drin erforscht werden sollen, realitätsnah unterstützen. Das heißt also, wenn wir ein Living Lab, ein sogenanntes Reallabor im Bereich Smart Retail, also Einkaufsfiliale der Zukunft, oder Smart Home, also die intelligente Wohnumgebung der Zukunft einrichten, dann sieht das auch so aus wie eine solche Umgebung. Das heißt also, wir haben Regale aus dem Supermarkt, die sind vollständig eingeräumt, wir haben Kassensysteme und so weiter, in denen wir dann direkt mit den tatsächlichen Geräten aus einem solchen Supermarkt dann auch Forschung betreiben können. Und da gibt es eine ganze Reihe von Studierendenprojekten als Teil von diesen Jahresprojekten oder auch als Teil von zum Beispiel der Masterthesis, hier Forschungsfragestellungen zu bearbeiten. Das Smart Home Lab sieht bei uns genauso aus wie zum Beispiel eine reguläre Wohnzimmerumgebung zu Hause. Wir haben auch eine komplett ausgestattete Smart Kitchen, wo alle Geräte, sei es jetzt Herd, sei es Kühlschrank, sei es Geschirrspüler, mit WLAN ausgestattet sind. Sie kennen vielleicht diese Szenarien eines intelligenten Kühlschranks, der überwachen kann, welche Produkte noch im Kühlschrank sind. Genauso einen intelligenten Kühlschrank mit dieser Kameraausstattung, den finden Sie auch bei uns, und da kann man dann entsprechende Forschung betreiben. Darüber hinaus gibt es natürlich auch das Labor für digitale Transformation, wo Unternehmen und wir als die Hochschule zusammen mit Studierenden zusammenarbeiten an interessanten, innovativen Ideen, neue Servicemodelle mit solchen Unternehmen zu erstellen. Ganz neu hinzugekommen ist jetzt hier nochmal als Skizze gezeigt das KI-Labor, also das Labor, wo wir dann Forschung im Bereich künstlicher Intelligenz betreiben. Dieses Labor wurde designt und eingerichtet von Studierenden als Teil eines Jahresprojektes. Das heißt, sie sind also quasi hergegangen, haben sich überlegt, was gibt es für Use-Case-Szenarien beispielsweise im Bereich der Smart-Office-Umgebung. Smart-Office-Umgebung spielt ja aktuell eine große Rolle. Viele Leute sind im Homeoffice, aber auch für unsere Studierende, die von zu Hause aus studieren, spielt das eine große Rolle. Wie kann man also quasi Heimumgebung und Arbeitsumgebung oder Studienumgebung möglichst gut miteinander verzahnen? Welche Technologien können zum Einsatz kommen, dass also Studieren oder Arbeiten in einer intelligenten Zukunft nicht nur einfach das Reinstarren in einen Monitor ist, sondern tatsächlich auch eine aktive Beteiligung verteilter Teilnehmer eines Teams ermöglichen. Das ist zum Beispiel Gegenstand dieses KI-Labors, weil da kommen natürlich dann KI-Technologien zum Einsatz, die im Hintergrund arbeiten und solche Räumlichkeiten mit intelligenten Services anreichern. Und hier werden verschiedene Szenarien erprobt, also das Arbeiten oder Studieren zu Hause in Kooperation mit anderen Teilnehmern. Es wird zum Beispiel auch untersucht, wie können Meetings ablaufen in solcher Hybridsituation, wie können Meetings automatisch dokumentiert werden, um die übliche Meeting-Dokumentation, die man heute kennt, dass irgendjemand das Ganze mit dem Smartphone abfotografiert und per WhatsApp an irgendwelche Leute schickt. Ja, das möchte man also nach Möglichkeit hier automatisieren. Und das macht solche Umgebungen zu intelligenten Umgebungen, weil sie angereichert
angereichert sind mit KI-Services. Und aktuell starten wir gerade wieder ein neues Studienprojekt. Zu Hause bei mir stapeln sich die ganzen elektronischen Komponenten und die Sensoren und die Raspberry Pis und die wir nutzen, um das alles hier quasi mal zum Einsatz zu bringen für die Studierenden, die nächste Woche da diese Technologie nehmen und das und die Technologie des Labors, so wie es jetzt momentan existiert, noch weiter ausbauen. Also wir werden in diesem Labor eine sehr hohe Sensordichte haben, um nach Möglichkeit alle Interaktionen und Aktivitäten, die da ablaufen, elektronisch zu erfassen und sie zum Gegenstand von elektronischen Diensten zu machen, über die eine KI permanent darüber nachdenkt, was als nächstes hier passieren könnte. Also es sind sehr, sehr spannende Sachen, wo man also sehr viel Information rausziehen kann, wie zukünftige Produkte, wie zukünftige Büroumgebungen aussehen können. Ja, das Ganze sieht bei uns auch so aus wie transferieren diese Ideen auch wiederum zurück in die Lehre. Also unsere Studierenden sind dazu angehalten, nicht nur einfach Use Cases zu implementieren um den Use Cases willen, sondern diese Use Cases auch wiederum zurück zu transportieren in die Lehre, um die eigenen intelligenten Services, die wir da erstellen, dann auch wiederum zur Ermöglichung einer besseren Lehr- und Lernsituation einzusetzen. Und es sieht dann zum Beispiel so aus, dass also unsere Vorlesungsräume auch mit Sensortechnologie ausgestattet sind, um wie so eine Art Assistenzsystem zu ermöglichen. Das, was Sie vielleicht vom Auto kennen, also das Assistenzsystem, Spurhalteassistent, Verfolgung, Sicherheitssysteme und so weiter, die da eingreifen in bestimmten Situationen. Solche Assistenzsysteme entwickeln wir auch auf Basis von intelligenter Sensortechnologie und Softwaresystemen für unsere eigenen Lehr- und Lernveranstaltungen. Und das wird dann in Form von zum Beispiel Hackathons von unseren Studierenden dann auch umgesetzt. Und hier sehen Sie mal so einen Einblick. Das war jetzt zum Beispiel der Hackathon im letzten Januar. Der fand dann als Hybridveranstaltung statt. Das heißt, es gab also Studierende, die vor Ort waren. Das sehen wir hier oben zum Beispiel. Ne? Die mussten natürlich den ganzen Tag mit der Maske rumrennen. Das ging nicht anders. Aber wir haben viele Räumlichkeiten bei uns im Lehr- und Forschungszentrum, um die Gruppen zu verteilen und dadurch entsprechend es zu ermöglichen, dass die Hygienebedingungen eingehalten werden. Und da sehen Sie mal so ein Beispiel, wie dann die Studierenden an solchen intelligenten Services arbeiten. Und die Ergebnisse sehen Sie hier unten in diesen beiden Abbildungen hier. Da haben also Studierende sich überlegt, wie können wir es sehr einfach ermöglichen, an solchen Hybridveranstaltungen teilzunehmen, ohne jetzt groß auf Webseiten gehen zu müssen, Links zu Zoom raussuchen zu müssen. Wissen Sie, so all die Sachen, die Sie jetzt quasi gemacht haben, wie können wir das beschleunigen, vereinfachen, um es möglichst simpel erscheinen zu lassen, an solchen Hybridveranstaltungen teilzunehmen. Und da gab es verschiedene Lösungen, die da entwickelt wurden. Die stehen übrigens auch alle zur Verfügung. Das heißt also, die sind dokumentiert in GitHub Repositories. Da gibt es auch Präsentationsvideos dazu. Die kann man sich also dazu anschauen und mal so einen Eindruck gewinnen, wie also bei uns das Studium ablaufen kann und an welchen Technologien wir arbeiten, um das Studium auch für Sie besser zu gestalten. Ja, dann lassen Sie mich genau zu diesem Studium noch mal ein paar Worte sagen. Was sind eigentlich jetzt so die herausragenden Instrumente, die wir einsetzen, damit Sie als Studierende da erfolgreich sind? Ja, das Erste, was man vielleicht mal erwähnen sollte, ne, das Studienprogramm Digital Business Engineering ist ja ein informatiklastiges Studienprogramm. Und das ist vor allen Dingen motiviert durch zum Beispiel eine Aussage, die von Marc Andreessen im August 2011 getroffen wurde, nämlich, dass Software is eating the world. Digitalisierung braucht Informatik-Know-how. Sie kommen um Software bei uns nicht herum. Softwareintensive Produkte zu verstehen, ist eine ganz bestimmte Denkschule. Und diese Denkschule wird am besten verstanden, indem man mal selbst programmiert. Wir wissen natürlich, dass unsere Studierenden sehr verschiedene Hintergründe haben. Insofern müssen wir genau das auch unterstützen, damit diese Idee erreicht werden kann. Und für alle unsere Erstsemester bezahlen wir einen Udemy-Kurs, den Udemy-Kurs im Bereich Data Science und Python, weil das vor allen Dingen auf der einen Seite Python eine sehr einfach zu erlernende Programmiersprache ist, auf der anderen Seite Data Science genau ein Gebiet bezeichnet, in dem diese digitalen Produkte existieren. Das heißt also, Sie lernen mit diesem Kurs die Programmiersprache Python, erstellen Machine Learning Modelle inklusive Deep Learning Modelle und Sie erhalten dann, weil wir das quasi für Sie kaufen, für Sie persönlich kaufen, dann auch eine persönliche Bescheinigung von Udemy für zum Beispiel die Einbindung des erfolgreichen Absolvieren dieses Kurses aufs Berufsprofile wie zum Beispiel LinkedIn. Und Sie können damit dem potenziellen Arbeitgeber zeigen, dass Sie also über dem Studium hinaus dann hier in dieser konkreten Art und Weise auch noch Kompetenzen
Wissen aufgebaut haben. Das Wissen aus diesem Kurs ist nützlich. Zum Beispiel können Sie Programmiersprache einsetzen für Programmieraufgaben in den Modulen Distributed Systems oder Artificial Intelligence oder auch in dem Wahlfachmodul Internet of Things. Und natürlich das Wissen und die Fertigkeiten und Fähigkeiten spielen auch immer eine große Rolle für die Masterthesis. Darüber hinaus haben wir natürlich die Corona-Zeit genutzt, dass unsere Studierenden Video- und Software-Tutorials sowie Online-Quizze für fast alle Module erstellt haben. Das heißt also, die Vorlesungen werden darüber hinaus durch weitere Lerninstrumente für Studierende unterstützt. Diese Quizze und Tutorials, die wiederholen nochmal die wichtigsten Grundlagen. Und eines der bemerkenswertesten Auszeichnungskriterien dabei ist, dass diese Tutorials und Quizze von Studierenden erstellt wurden. Nicht von Professoren, sondern von Studierenden. Das heißt also, da ist schon der Filter drin, was ist denn eigentlich die wichtigste Information aus diesen Modulen, und die wurde kondensiert von den Studierenden in Form von diesen Quizzen. Ja, viele unserer Studierenden machen dieses Studium berufsbegleitend. Ja, und da kriegen wir natürlich immer wieder die Frage, wie funktioniert das und wie viele Leute sind es denn eigentlich, die das machen? Ist das eigentlich ein Erfolgsmodell? Und hier ist mal eine Umfrage aus dem aktuellen Sommersemester, wo ich einfach mal unsere Studierenden gefragt habe, in welchen Beschäftigungsverhältnissen sind sie denn momentan? Und da sieht man auch ganz gut, dass also zum Beispiel 13% unserer Studierenden sind in einer Festanstellung mit einem 100%-Vertrag. Ja, das heißt also, die arbeiten prinzipiell 40 Stunden die Woche, und natürlich, um das Studium zu ermöglichen in dieser blockorientierten Art und Weise, müssen sie Urlaub nehmen, oder auch der Arbeitgeber beispielsweise hat hier ein hohes Commitment, das Studium durch entsprechende Freistellung zu unterstützen. Ja. Sehr viele unserer Studierenden haben entweder reduzierte Verträge oder sind Werkstudenten. Ne, nur circa 22%, also knapp ein Fünftel, zwischen ein Fünftel und ein Viertel, ne, die absolvieren dieses Studium berufsbegleitend. Ne. Alle anderen Studierenden führen dieses Studium in der einen oder anderen Art und Weise berufsbegleitend durch. Sie sehen also, das ist durchaus ein Studienprogramm organisiert, was es halt ermöglicht, dass Studium und Beruf gut miteinander vereinbart werden können. Ja, wie machen wir das? Ne? Hier mal so ein paar interessante Sachen oder Features Studiums und wie das darauf mappt, mit dem Beruf vereinbart werden zu können. Also auf der einen Seite haben wir, dass alle Module aller Fachsemester in jedem Semester stattfinden. Ne? Das heißt also, jedes Modul eines, was wir anbieten, findet auch in jedem Semester statt. Das ermöglicht, dass Sie die Module nach aktueller beruflicher oder persönlicher Situation studieren können. Ne? Jederzeit in jedem Semester. Es ist zum Beispiel in diesem Semester nicht möglich, ein bestimmtes Modul zu studieren, was nach dem Standard-Modulplan vielleicht vorgesehen ist. Ja, dann können Sie die Garantie haben, dass Sie es einfach im nächsten Semester studieren können. Sie können die Modulreihenfolge frei wählen. Ne? Wir geben zwar einen Modulplan vor, aber das ist eher eine Empfehlung. Wir wissen, dass unsere Studierende unterschiedliche persönliche und berufliche Hintergründe haben, also müssen wir dahingehend flexibel sein. Insofern studieren Sie die Module nach Ihrem Gusto, nach einer Reihenfolge, die für Sie passt. Es kann natürlich passieren, dass in Ihrem persönlichen Leben oder beruflichen Leben es sich Planänderungen ergeben. Sie starten mit dem Studium in der Erwartung, dass Sie das Studium und den Beruf zum Beispiel gut miteinander vereinbaren können. Und jetzt passiert irgendwas in der persönlichen oder beruflichen Situation, was Ihren Plan durcheinander bringt. In dem Fall können wir Ihnen zusichern, dass die Studienhöchstdauer 6 Semester beträgt. Also 3 Semester ist die Regelstudienzeit. Sie können also bis zu 6 Semestern studieren. Und das ermöglicht vor allen Dingen, flexibel zu reagieren auf unerwartete Planänderungen. Es gibt keine Präsenzpflicht bei uns, und viele der Vorlesungsinhalte sind aufgezeichnet und können auch im Nachgang, falls sie an bestimmten Veranstaltungen nicht teilnehmen können, von Studierenden nachgehört werden. Alle Veranstaltungen sind Blockveranstaltungen, was es halt ermöglicht, besonders in intensiven Studienphasen das Ganze mit einer Berufstätigkeit zu verknüpfen. Und darüber hinaus wollen wir natürlich nicht, dass Studium und Beruf zwei Dinge sind, die parallel nebeneinander laufen, sondern wir wollen auch viele Überschneidungspunkte ermöglichen. Das heißt also, Fragestellungen aus dem Beruf können zum Beispiel bei uns im Jahresprojekt oder in der Masterthesis integriert werden. Und damit verschmelzen quasi die Aktivitäten Studieren und Berufstätigkeit teilweise miteinander. Und das Gleiche setzen wir natürlich fort, hier berufsorientiert oder berufs,
Studierende mit Berufstätigkeit zu unterstützen, indem unsere Prüfungen fast ausschließlich Hausarbeiten oder Teamarbeiten sind. Und das ist auch ein Zusammenarbeitsmodus, der im beruflichen Alltag dominiert. Also heute werden Sie kaum in einem Beruf arbeiten, wo Sie nicht in irgendeinem Team integriert sind und mit anderen Teammitgliedern kollaborativ gemeinsam an einer Fragestellung arbeiten zur Realisierung eines bestimmten Produktes. Und genau das sind eigentlich die Arten der Arbeitsweisen, die wir hier auch im Studium favorisieren. Und das Ganze findet bei uns in den Formaten statt, entweder vollständig online, hybrid oder hoffentlich in Zukunft dann bald wieder in Präsenzunterricht. Gut, lassen Sie mich das Ganze abschließen mit dem Wert. Was bringt Ihnen das Studium, wenn Sie mal fertig sind damit? Und ich denke, das lässt sich ganz gut ausdrücken durch ein paar Aussagen unserer Alumnis. Wir hatten ein Alumni-Meeting gehabt, direkt noch in Präsenz, kurz vor dem ersten Lockdown. Und da haben wir mal unsere Studierenden oder unsere Alumnis gefragt, ja, was hat euch denn das Studium gebracht? Was ist denn der Wert des Studiums für euch gewesen? Und zwei Aussagen möchte ich hier mal herausgreifen. Erste Aussage ist, dass die Methoden aus dem Studium es ermöglichen, dass man im Job unter Druck erfolgreich arbeiten kann, also das Abliefern von Forderungen, das Liefern von Ergebnissen. Das macht also quasi das Studium zu einem praxisorientierten und praxisrelevanten Ausbildung. Und zukunftsrelevante Wahlfächer und Forschungsinhalte, die wir immer wieder einbringen in die Lehre. Da haben unsere Alumnis gesagt, das kommt alles im Business 5 Jahre später. Das heißt also, dieses Studium hat also auch eine entsprechende Perspektive auf Ihren zukünftigen Karriereweg im Unternehmen. Ja, hier nochmal kurz die Zusammenfassungen, also die Schwerpunkte. Hier möchte ich gar nicht so tief reingehen. Viele Dinge habe ich schon gesagt. Insbesondere nochmal der Fokus auf die blockorientierte Durchführung aller Lehrveranstaltungen, die am Hermann-Hollerith-Zentrum stattfinden, ermöglichen halt dieses Studieren in guter Vereinbarkeit von Beruf und Studium. Und vor allen Dingen nochmal darauf hingewiesen sei, da wir, und das ist auch eine Besonderheit dieses Standortes, da wir in Böblingen unseren Campus haben, wo der Studiengang stattfindet, haben alle unsere Studierenden auf ihrem Studieausweis einen VVS-Stempel und haben damit die Möglichkeit, im VVS zu fahren. Das heißt also, auch im Unterschied zu den Studierenden am Campus in Reutlingen, haben sie hier die Möglichkeit, ein VVS-Ticket und Studieticket zum Beispiel zu erwerben und dann quasi die ganze Zeit kostenlos auch im VVS zu fahren. Ja, zum Schluss nochmal, jetzt habe ich viel erzählt, möchte ich auch mal unsere Studierenden zu Wort kommen lassen, die nochmal ein bisschen Einblick geben in ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Studium. Und demzufolge bin ich hier quasi von meiner Seite aus raus, möchte die Stimme dann an die Studierenden übergeben. Und nach den Studierenden würde ich mich freuen, wenn wir dann nochmal vielleicht die ein oder andere Frage in direkter Frage miteinander klären können. Okay, gut, dann übergebe ich mal an unsere Studierenden. Gut, dann lege ich direkt los. Also ich bin der Luca und ich fange am besten mal damit an, wie ich eigentlich auf den Studiengang kam. Also bei mir ist es so, war es glaube ich ein relativ kurzer Weg. Ich war davor an der Hochschule Reutlingen, habe allerdings Wirtschaftsingenieurwesen studiert und mich hauptsächlich für den Studiengang entschieden, weil ich einfach in die Informatik noch viel, viel tiefer eintauchen wollte. Hat tatsächlich auch gut funktioniert und wie es der Herr Decker schon angesprochen hat, sind die Inhalte tatsächlich alle wirklich up-to-date und hochaktuell. Also wir haben jetzt gerade im Moment sogar die Vorlesung Artificial Intelligence, das heißt, oder auch dieses Angebot mit Quantum Computing von der IBM. Und da haben wir, also zumindest ich als Studierender, auch den Eindruck, dass da stets Wert drauf gelegt wird, dass auch das Curriculum immer aktuell gehalten wird. Was mir noch ziemlich gut gefällt an dem Studiengang ist tatsächlich die Flexibilität. Zum einen, was die Wahlfächer angeht, aber zum anderen dann auch, wie ihr das studieren möchtet. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich bin nebenher noch Werkstudent. Also ich glaube, flexibler hatte ich es in meinem Leben bisher noch nicht. Gerade auch, weil man ja als Werkstudent nicht so viel arbeiten darf in der Woche. Und von dem her kann man das sehr gut anpassen. Und ein weiterer Punkt ist da vielleicht noch tatsächlich diese projektorientierten Vorlesungen. Also es ist auch nicht so, dass ihr jetzt, wenn ihr jetzt den ganzen Tag beispielsweise von 9 bis 5 Vorlesungen habt, dass es nur Frontalvorlesungen sind. Also bisher ist es tatsächlich so, dass die Profs wirklich darauf bedacht sind, dass zwischendrin immer wieder praktische Sessions sind, die ihr dann tatsächlich im Großteil der Fälle auch in Gruppen erarbeitet.
Und dann ist es auch meistens so, dass dann die letztendliche Prüfungsleistung auch eine Gruppenarbeit ist, wo ihr zusammen dann an einem Projekt arbeitet. Und was ich vielleicht noch sagen könnte, was mir auch gefallen hat, was auch schon angesprochen wurde, ist diese Forschungsnähe vom HHZ. Da ist es bei mir so, dass ich dieses Semester oder das letzte Semester schon in dem Jahresprojekt mehr oder weniger an einem Forschungsprojekt arbeite mit dem Professor Zimmermann zusammen, wo wir im Moment dabei sind, eine Plattform zu entwickeln, die AI-basiert ist im Bereich von Vertical Farming. Da konnten wir auch völlig frei quasi unseren Use Case aussuchen und sind da jetzt dabei, das Ganze zu modellieren. Und je nachdem, ob es die Lage zulässt, ist es wahrscheinlich so, dass wir das dann auch auf einer internationalen Konferenz vorstellen. Also da habt ihr auch den Bezug zur Forschung, gerade wenn jemand sagt, würde ich gern hinten raus vielleicht noch promovieren, gibt es da Möglichkeiten, euch darauf vorzubereiten. Genau, so viel mal von meiner Seite. Dann bin ich, ich bin Elias, ich bin 29 Jahre alt, ich studiere im zweiten Semester Digital Business Engineering. Ich habe davor 3 Jahre gearbeitet als Softwareentwickler, beziehungsweise das mache ich gerade immer noch. Also ich arbeite nebenher zu etwa 80% und habe vor dem Arbeiten in Reutlingen Medien- und Kommunikationsinformatik studiert und kam dementsprechend, also ich wusste damals schon, okay, das HHZ gibt's, aber ich will erstmal ein bisschen praktische Erfahrungen sammeln und habe deswegen angefangen zu arbeiten und bin dann aber irgendwie dann doch wieder darauf zurückgekommen, dass ich ganz gerne meine praktischen Erfahrungen auch mit doch auch theoretischem Hintergrund beziehungsweise nochmal im anderen Blick über den Tellerrand gerne vertiefen möchte und habe mich deswegen dazu entschieden, eben am HHZ Digital Business Engineering anzufangen. Mich hat damals auch überzeugt, tatsächlich diese Flexibilität beziehungsweise die Möglichkeit mit den Blogveranstaltungen, weil mir wichtig war, dass ich nebenbei noch arbeiten kann und nicht irgendwie einen Werkstudentenjob anfangen wollte. Genau, ich finde auch besonders spannend eben die vielen unterschiedlichen Themen, in die man da eben, also dieser Blick über den Tellerrand, den ich schon angesprochen habe, finde ich sehr spannend, finde ich auch sehr wichtig. Und dass man eben viel in Projekten arbeitet und dadurch auch immer wieder in Gruppenarbeiten eigentlich seine Projekte durchführt, weil ich das halt auch aus der Praxis schon merke, dass das extrem wichtig ist und dass man da viel mehr davon hat, wenn man das auch öfters mal geübt hat, sage ich mal in Anführungsstrichen, beziehungsweise es geht einfach heutzutage einfach nicht mehr ohne. Genau. Was ich auch sehr schön finde, und das kannte ich halt damals schon auch aus der Hochschule Reutlingen, dass man eigentlich einen relativ familiären Kontakt hat, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber quasi jeder Prof ist greifbar, jeden Prof kann man einfach fragen oder anschreiben. Man hat auch nie das Gefühl, dass es blöde Fragen oder Ähnliches gibt, sondern es ist einfach eine sehr, entspannte Kommunikation in dem Sinne und auch unter den Studierenden. Klar, jetzt digital ist es also ein bisschen schwieriger, aber geht auch so grundsätzlich ganz gut. Und ja, genau. Ah, vielleicht kann ich noch eins sagen. Mein Jahresprojekt ist eher ein praktisches Jahresprojekt. Wir beschäftigen uns mit smarten Preisanzeigen, quasi, also die kennt man vielleicht schon aus dem Supermarkt, hat man schon mal gesehen. Und versuchen da eben eine Art Middleware aufzubauen, mit der man diese Preisschilder lokalisieren kann und dementsprechend das Lab dafür haben wir schon gesehen. Aber das wäre so zum Beispiel so ein Beispielprojekt, an dem man dann arbeitet und das findet dann zum Beispiel mit Kaufland und Lidl statt, hat dann dementsprechend da auch irgendwie Daten, mit denen man arbeiten kann und so vielleicht als kleinen Einblick so noch. Okay, dann übernehme ich mal. Mein Name ist Hakan Öztürk, ich bin 27 Jahre alt und bin tatsächlich in Vollzeiteinstellung. Heißt, ich arbeite zu 100% und mache nebenher auch das Studium. Was kann ich zu dem Studium eigentlich sagen? Es ist sehr gut kombinierbar mit der Arbeit, wie ich auch selber gemerkt habe. Im Vornherein war ich ein bisschen skeptisch gegenüber der ganzen Sache, dass es mit dem Beruf so gut vereinbar ist.
auch aufgrund der Blog-Veranstaltung. Aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich bin sehr zufrieden, dass ich auch diese Entscheidung getroffen habe, hier zu studieren und den Studiengang gewählt habe. Auch aus dem Grund, dass es sehr IT-lastig ist und auch sehr zukunftsorientiert, wie wir auch schon gemerkt haben, wie meine beiden Kollegen auch schon angemerkt haben, sei es mit Quantencomputing, sei es mit den Projekten, die wir da auch tatsächlich umsetzen und in die Realität mit einbinden, kann ich nur sagen, bin ich sehr zufrieden, dass ich hier am HHZ bin und den Studiengang mache. Genau, zu der Vereinbarkeit mit dem Beruf habe ich jetzt einige Worte verloren. Wie bin ich eigentlich aber auf diesen Studiengang gekommen? Ich habe ihn durch einen Arbeitskollegen von mir empfohlen bekommen, weil ich auch auf der Suche war, nachdem ich im Beruf eingestiegen bin, meinen Master noch nebenbei machen zu können. Aber wie vielleicht schon einige von euch gemerkt haben, es gibt sehr wenig Auswahl, die das preisgünstig anbieten. Und schwer vereinbar mit dem Beruf, da auch Präsenzveranstaltungen notwendig sind. Und da muss ich sagen, das DBE hat mir sehr zugesprochen und genau, dementsprechend habe ich mich auch dafür entschieden. Jetzt möchte ich auch noch mal ein, zwei Worte zu meinem Projekt verlieren. Mein Betreuer ist auch Yusuf Boskurt und noch Rainer. Was wir da genau machen, ist eigentlich, wir nehmen Raspberry Pis und haben Programme, die mit Python laufen und Autos im realen Verkehr zählen, sei es bei Tag, sei es bei Nacht, und daraus eine Auswertung machen für die Verkehrsauslastung in einer Stadt. Die Geräte sollen an der Ampel kommen und somit in Echtzeitübertragung messen und Daten rausschmeißen, wodurch die Stadt auch erkennen kann, welche Verkehrsflüsse herrschen und wie man den Verkehr eventuell umleiten kann, um Hotspots zu vermeiden. So viel zu meinem Thema. Also zukunftsorientiert ist der gesamte Studiengang auf jeden Fall und kann den euch nur ans Herz legen, wenn ihr IT-affin seid oder euch in die IT weiterentwickeln möchtet. Schießt los. So viel von mir. Dankeschön. Ja, besten Dank. Das waren super spannende Einblicke auch in die Projekte. Ich denke, das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen den Anschluss auch an ganz konkrete Aktivitäten, die unsere Studierenden da an dem Studiengang durchführen. Damit wären wir eigentlich schon auch für die Studiengangsvorstellung durch. Es bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn Sie also Fragen über den Studiengang noch über diese Session hinaus haben, dann können Sie mich natürlich kontaktieren. Einfach E-Mail schreiben, das ist einfach am unkompliziertesten. Ich antworte auch relativ schnell, also das ist kein Problem. Ich denke mal, das können unsere Studierenden auch bestätigen, dass da immer ein sehr enger Kontakt zwischen Studiendekan und Studierenden existiert. Aber ich möchte jetzt auch nochmal die Gelegenheit geben, dass unsere Teilnehmer hier in der Session nochmal die Möglichkeit haben, verschiedene Fragen zu stellen. Ich sehe gerade im Chat sind schon einige Fragen gestellt worden, die auch schon beantwortet wurden von Studierenden beziehungsweise von Yusuf. Gibt es darüber hinaus weitere Fragen, Dinge, die Sie loswerden wollen? Ja, Herr Decker, ich hätte eine Frage. Ja, gern. Also erstmal vielen Dank für die Vorstellung, es hat mir sehr gut gefallen. Ich bin gerade im Bachelor noch in Wirtschaftsinformatik in Reutlingen und stehe jetzt natürlich vor der Entscheidung, was ich machen möchte und fand es heute sehr gut und die Einblicke waren wirklich sehr gut. Meine Frage geht dahin zu den Angleichsleistungen. Wie sehen die aus? Was müsste ich da machen? Oder so ein bisschen allgemein einfach, in welche Richtung das geht. Okay. Also vielleicht erstmal zum Kontext für alle anderen, die jetzt das Wort zum allerersten Mal hören. Angleichungsleistungen sind Leistungen, die man zu Beginn eines Studiums erbringen muss, wenn man zugelassen wurde zum Studienprogramm Digital Business Engineering mit einem Bachelorabschluss von 180 ECTS. Hat man umgekehrt einen Bachelorabschluss mit 210 ECTS, sind keine Angleichungsleistungen notwendig. So, das ist also ein sehr spezieller Fall, nur für Studienbeginner mit einem Bachelorabschluss von 180 ECTS.
Angleichungsleistungen werden definiert in Form eines sogenannten Learning Agreements. Das Learning Agreement ist also ein Zettel, da steht eine Tabelle drauf und auf dieser Tabelle oder in dieser Tabelle stehen Aktivitäten oder Lehrveranstaltungen drauf, die man absolvieren muss, um 30 ECTS zu erlangen. Und diese 30 ECTS, das ist genau die Differenz zwischen 180 und 210. So, wir haben jetzt bei uns das Learning Agreement, das definiert der Studienanfänger mit mir, also quasi erwiesener Sie mit mir quasi zusammen, sitzen zusammen und vereinbaren diese Leistungen. Und unsere Angleichungsleistungen sind eigentlich immer darauf ausgerichtet, dass sie auf der einen Seite natürlich diese 30 ECTS-Brücke leisten sollen, auf der anderen Seite aber auch einen Wertbeitrag für das Masterstudium leisten sollen. Es gibt im Allgemeinen zwei Aufgaben oder zwei Bereiche, in denen man diese Leistung abwickelt. Der erste Bereich, der ist immer für alle gleich, der besteht übrigens aus diesem Data Science Kurs, den ich vorhin erwähnt hatte. Also nochmal kurz zur Einordnung. Alle unsere Erstsemesterstudierenden bekommen diesen Python Data Science Kurs bezahlt und als Angleichungsleistung wird jetzt dieser Python Data Science Kurs verwendet und den sollen sie durcharbeiten und sie sollen eine Reihe von Prüfungsaufgaben, die da formuliert sind, mithilfe dieses Data Science Kurs beantworten. Es geht vor allen Dingen darum, dass sie auf Basis der Inhalte des Data Science Kurs mal zeigen, wie man einfache Machine Learning basierte Software-Systeme aufbauen und demonstrieren kann und wie man sie testen kann. Da gibt es also quasi zwei Prüfungsaufgaben dazu. Diese Teilaufgabe, also Data Science Kurs durcharbeiten und eine Reihe von Prüfungsaufgaben dazu erstellen und bei mir quasi abliefern zur Überprüfung, das ist ein Umfang von 10 ECTS. Und die zweite Aufgabe besteht in einer wissenschaftlichen Projektarbeit. So, und das Thema der wissenschaftlichen Projektarbeit wird vom jeweilig betreuenden Professor festgelegt. Das heißt, als Studiendekan verteile ich dann die Studierenden auf die entsprechenden Professoren, natürlich unter Berücksichtigung ihres Hintergrundes auch oder auch ihrer Schwerpunktsetzung, denn wir wollen ja nicht, dass sie irgendwas komplett anderes bearbeiten, wo sie vielleicht keinen persönlichen Schwerpunkt sehen, sondern wir wollen ja natürlich, dass sie etwas bearbeiten, was ihnen auch irgendwie zugutekommt. Und das finden wir in einem gemeinsamen Gespräch heraus, also Sie und ich zusammen, und dann verteile ich sie auf eine wissenschaftliche Projektarbeit an einen Professor. Und der arbeitet dann mit Ihnen an einem Thema, das Thema gibt er vor, und dann können Sie sich das so vorstellen, wie so eine kleine Bachelor-Thesis, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich sage extra das Wort klein, weil es eine etwas andere Ausrichtung hat. Wir nennen es wissenschaftliche Projektarbeit. Sie hat natürlich auch den wissenschaftlichen Schwerpunkt. Was Sie aus einer Bachelor-Thesis kennen, ist ein bisschen anders aufgezogen als eine Bachelor-Thesis. Macht der Professor dann entsprechend mit Ihnen direkt aus. In Summe ergibt es dann 30 ECTS. Und alle Teilleistungen wie auch die gesamte Angleichungsleistung werden mit bestanden oder nicht bestanden bewertet. Es gibt also keine Note darüber, sondern es wird lediglich entschieden, ob das bestanden oder nicht bestanden ist. Haben Sie beide dieser Teilleistungen bestanden, also auf der einen Seite diese kleinen Prüfungsaufgaben zu dem Data Science Kurs, auf der anderen Seite die wissenschaftliche Projektarbeit, dann gilt die Angleichungsleistung als bestanden. Das hat auf jeden Fall schon mal einiges beantwortet. Vielen Dank. Nur dazu noch, muss das bevor ich so richtig loslegen kann dann mit dem Studium, gemacht werden, die Angleichsleistungen, oder kann das auch parallel ablaufen? Also sozusagen, dass ich jetzt ganz normal ins erste Semester starte und in den Phasen, wo es nicht so intensiv ist, kann ich mich um diese Sachen kümmern. Genau so ist es. Letzterer Fall ist hier angelegt oder angesagt. Und zwar funktioniert es so zum Ablauf. Also zu Beginn des Semesters, kurz nach der Erstsemesterbegrüßung, vereinbare ich einen Termin mit allen Studierenden, die eine Angleichungsleistung ablegen müssen. Da wird dann das Learning Agreement vereinbart. Und dann haben Sie bis zum Beginn der Masterthesis Zeit, diese Aufgaben erfolgreich zu absolvieren.
Das steht auch so in der Studienprüfungsordnung drin. Das heißt also, Sie dürfen alle Module studieren. Es gibt keine Einschränkung des Zugangs zu irgendwelchen Modulen. Auch Wahlfächer dürfen Sie belegen. Das ist überhaupt kein Problem. Sie müssen die Angleichungsleistung erfolgreich ablegen, bevor Sie mit der Masterthesis beginnen. Also sozusagen, wenn wir mal als Maximum hernehmen, also ich skizziere jetzt mal den Extremfall, die Regelstudienzeit beträgt 3 Semester, die Studienhöchstdauer beträgt 6 Semester, Sie brauchen circa 1 Semester für die Masterthesis, also haben Sie maximal 5 Semester Zeit für die Angleichungsleistung. Okay, super. Das hat eigentlich alles beantwortet. Okay, alles klar. Also ansonsten, wenn Ihnen da noch eine Frage einfällt, manchmal sind die Fragestellungen da oftmals sehr detailliert oder auf ein bestimmtes Detail bezogen, dann einfach im Nachgang nochmal eine E-Mail schreiben. Ja, sehr gerne. Gut. Wir haben da noch eine Frage im Chat von Herrn Timo. Ja. Vielleicht beantwortest du sie am besten nochmal. Ich gucke gerade in den Chat rein. Okay, ich lese mal ganz kurz vor, wie unterscheidet sich der Studiengang vom Master Wirtschaftsinformatik? So wie ich das verstanden habe, kann man im WI auch einen starken IT-Schwerpunkt setzen. Ja, das ist korrekt. Ne? Also, es ist so, der Wirtschaftsinformatik-Masterstudiengang in Reutlingen ist darauf ausgelegt, dass man, dass 50% der Inhalte ja wirtschaftswissenschaftliche Inhalte sind und 50% der Inhalte Informatikinhalte sind. Und man kann dann innerhalb des Studiengangs Wirtschaftsinformatik Master dann nochmal verschiedene Schwerpunkte setzen durch den Wahlbereich. Ne? Und bei uns ist es so, dass der Schwerpunkt natürlich gleich von vornherein auf 70% Informatikanteil ist und 30% wirtschaftswissenschaftliche Anteile. Und man kann dann den Schwerpunkt nochmal setzen in einem Informatikgebiet, ne, oder in einem besonderen Informatikgebiet. Also unsere Schwerpunktsetzung geht sozusagen nochmal in die Informatik rein. Insofern ist insgesamt in Summe natürlich der Digital Business Engineering Studiengang wesentlich informatiklastiger als der Wirtschaftsinformatik Master. Selbst wenn man den Wirtschaftsinformatik Master nochmal informatikmäßig eine Schwerpunktkomponente setzen kann. Ich habe das vorhin so ein bisschen zum Ausdruck gebracht, zum Beispiel, dass Sie haben die Möglichkeit im Wirtschaftsinformatik Master im Bereich das Modul heißt Intelligent Systems oder Statistical Learning. Das ist quasi die Data Science Komponente im Wirtschaftsinformatik Master Wahlfachbereich. Und das Pendant dazu im Digital Business Engineering ist das Modul Artificial Intelligence. Und die Unterschiede zwischen diesen beiden sind, also Nummer eins ist das im Wirtschaftsinformatik Master im Wahlbereich. Bei uns ist es im Pflichtbereich. Bei uns ist es auch in Kooperation mit IBM, also sehr praxisrelevant natürlich. Und das heißt also, es wird nicht nur einfach auf die Theorie eingegangen, sondern natürlich auch auf das Deployment zum Beispiel von Machine Learning Modellen oder die Anwendung von Machine Learning Modellen in einem industriellen Kontext. Die Ausrichtung des Moduls im Wahlbereich des Wirtschaftsinformatik Masters, das ist da eher auf die Programmiersprache R, glaube ich, und mehr auf die verschiedenen Verfahren, die es im Bereich Statistical Learning gibt. Also nicht nur auf das reine Deep Learning zum Beispiel oder Machine Learning bezogen, sondern auch auf andere statistische Analysen. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten, muss man auch sagen, zum Beispiel das Modul Internet of Things, das ist ja auch ein Modul im Bereich der Vertiefung des Wirtschaftsinformatik-Masters. Da kommen die Studierenden des Wirtschaftsinformatik-Master-Studiengangs, die kommen dann nach Böblingen und besuchen das Wahlfachmodul IoT des Studiengangs Digital Business Engineering und das wird gehalten von mir, daher weiß ich das eigentlich. Ne? Und so gibt es quasi so verschiedene Berührungspunkte der Programme miteinander, in die eine wie auch in die andere Richtung, aber generell ist gesagt, dass also in den Grundzügen der DBE, also Digital Business Engineering, schon wesentlich informatiklastiger ist und in den Vertiefungen noch informatiklastiger wird. Ich glaube, mit dem neuen Wahlfachmodul Quantum Computing wird das nochmal richtig deutlich. Dafür gibt es überhaupt keine Entsprechung im Wirtschaftsinformatik-Master und der Wirtschaftsinformatik-Master ist von Grundzügen her erstmal auf 50-50 von den Inhalten ausgelegt mit einer entsprechenden Schwerpunktsetzung, dann zum Beispiel Informatik
plus noch ein bisschen was anderes. Ne? Sie haben ja da drei so Wahlfachbereiche da nochmal. Sie können nicht nur Informatik machen, sondern Sie müssen da noch ein paar andere Module, die auch im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich liegen, auch noch besuchen. Also das sind mal so grob skizziert die Unterschiede. Okay, ich weiß gar nicht, ob parallel zu dieser Veranstaltung die Veranstaltung Wirtschaftsinformatik Master stattfindet, weiß ich nicht, aber man kann die Frage auch umgekehrt auch in der Session zu Wirtschaftsinformatik Master mal stellen, ne? Dann kriegen Sie so mehr aus der Perspektive des Studiendekans Wirtschaftsinformatik Master mal noch ein bisschen mehr erzählt, wie das Design des Programms, insbesondere mit der Schwerpunktbildung dort ist, ne? Da kriegen Sie ein bisschen mehr Details als ich das als Studiendekan des DWE über den Wirtschaftsinformatik-Master erzählen kann. Okay, gut. Weitere Fragen noch? Ich hätte noch zwei Fragen. Gerne. So einmal zur Zulassung, also mit Studienplätzen und ob man ungefähr sagen kann, ja, notentechnisch, in welche Richtung das geht, so, dass, also ich weiß, es schwankt auch immer von Jahr zu Jahr, aber dass man so einen Anhaltspunkt her, ungefähr hat. So ein Richtwert, ja? Das kann ja, so ein Richtwert, ungefähr. Genau. Also mal so ein bisschen zur Statistik darüber, in welchem Umfeld Sie sich befinden, wenn Sie sich bei uns bewerben. Also die Bewerbungszahlen liegen pro Semester so knapp über 80 Bewerber. Damit stellen wir die zweitgrößte Fraktion der Masterstudiengänge hinsichtlich der Anzahl der Bewerber, nur getoppt durch den Wirtschaftsinformatik Master. Ist ja klar, ne? Also der Name Wirtschaftsinformatik Master, der alleine schon führt dazu, dass es sehr viele Bewerbungen gibt. Und es ist auch klar, ein konsekutives Programm angelegt, wie auch unseres Programm, wo dann die Studierenden aus dem Wirtschaftsinformatik Bachelor vielleicht auch hingehen. Also insofern haben die natürlicherweise wesentlich mehr Bewerbungen. Von diesen 80 Bewerbungen, die da bei uns anliegen, etwas mehr als 80 Bewerbungen pro Semester, also das gilt sowohl für Winter- wie auch Sommersemester, werden so circa 45 bis 50 plus minus 1, 2, 3 Leute zugelassen, die also quasi die Nummer 1, die formalen Zulassungskriterien erfüllen. Achso, das sollte man auch nochmal sagen, von den 80 Bewerbungen, ne? Sind es 80 Bewerbungen, die die Zulassungskriterien erfüllen. Ne? Darüber hinaus gibt es natürlich noch auch Bewerber, die die formalen Zulassungskriterien nicht erfüllen. Andere Story. Aber von denen, die das erfüllen, werden so circa 45 bis knapp über 50 zugelassen. Und das Studium beginnen pro Semester sind es dann 25 bis knapp über 30. Also 25 Studienplätze haben wir zur Verfügung und wir können die so ein bisschen überbuchen, um auch mit so einer flexiblen Situation umzugehen. So die Notendurchschnitte der Leute, die zugelassen werden, schwanken dabei zwischen 2,1 bis 2,8. Wie kommt es zu dieser enormen Schwankungsbreite? Und zwar muss man verstehen, dass im Wintersemester, Bewerbungen im Wintersemester sind kompetitiver. Da sind die Notendurchschnitte im Allgemeinen besser, was dann auch dazu führt, dass die Zulassungsgrenze dann eher bei besseren Notendurchschnitten liegt. Da laufen wir also in die Richtung 2,1. Für Zulassungen im Sommersemester laufen wir eher in die Richtung 2,8. Weil tendenziell, also saisonal kann man es quasi sagen, die Notendurchschnitte aller zugelassenen Bewerber im Sommersemester etwas weniger gut sind. Das erklärt so ein bisschen diese riesige Schwankungsbreite. Es gibt darüber hinaus noch Ausnahmen. Ausnahmesituationen entstehen, wenn durch statistische Schwankungen tatsächlich es passiert, dass es weniger als 25 Immatrikulierte von allen zugelassenen Studierenden gibt. Das kann aus verschiedenen Gründen passieren. Also meistens bewerben sich Studierende ja mehrfach, entscheiden dann aus persönlichen wie auch kurzfristig veränderlichen beruflichen Hintergründen dann doch ein Studium nicht aufzunehmen. Und dann passiert es, dass Studienplätze noch zur Verfügung stehen und dann wird einfach nach der Liste der Bewerbungen weiter vorgegangen und dann kann es passieren, dass einzelne Bewerber auch mit Notendurchschnitten, die jetzt nicht in diesem Bereich 2,1 bis 2,8 fallen, dann eine Zulassung erhalten und sich dann bei uns immatrikulieren. Solche Ausnahmesituationen gibt es auch. Ist bisher,
glaube ich, einmal aufgetreten. Aber das sind halt statistische Schwankungen, schwer das vorherzusehen. Aber so der Richtwert, so 2,1 bis 2,8, das ist ein ganz guter Richtwert. Okay, super, vielen Dank, das hilft auf jeden Fall. Meine zweite Frage wäre noch, wie es Auslandssemester technisch aussieht. Spannendes Thema. Also von der Geschichte her des Studiengangs sieht es so aus, dass es früher eigentlich kaum Studierende gab, die überhaupt sich mit dem Thema Auslandssemester beschäftigt haben. Und seit circa 2 Semestern sehe ich da ein sehr starkes Interesse von mehreren Studierenden unseres Studiengangs, ein Semester im Ausland zu verbringen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also wir haben das schon erfolgreich durchgeführt. Sowohl das Studierende Module im Ausland hören, wie auch das Studierende im Ausland Masterthesis anfertigen. Das sind so Modi, die man sich da vorstellen kann. Die Organisation selber läuft so, dass man zuallererst mal sich überlegen muss, an welche ausländische Hochschule geht man. Das ist sehr gut organisiert von der Hochschule bzw. von der Fakultät Informatik. Da gibt es ja in der Hochschule das sogenannte RIO, das Reutling International Office. Die halten diese ganzen Kooperationen zu den ausländischen Hochschulen und sorgen auch dafür, dass man Zugang zu diesen Hochschulen erhält. Denn im Gegensatz zu Deutschland sind ja im Ausland durchaus Hochschulen beschränkt oder eingeschränkt hinsichtlich des Zuganges. Und durch Kooperationen kann das halt entsprechend ermöglicht werden. Das wird hochschulweit organisiert, beziehungsweise auch nochmal dediziert von der Fakultät Informatik. Da würde ich empfehlen, dass man an den Veranstaltungen, die das RIO durchführt oder die auch die Fakultät für Informatik durchführt, dass man daran teilnimmt und sich für eine Hochschule nach seinen entsprechenden Vorlieben oder Interessen entscheidet. Und im Anschluss kommen Sie quasi zu mir. Ich bin ja auch der Prüfungsbeauftragte, bin nicht nur der Studiendekan, sondern auch der Prüfungsbeauftragte. Und ich bespreche dann mit Ihnen, welche Module, die Sie an der ausländischen Hochschule interessant finden, Sie also hier zum Beispiel im Studiengang Digital Business Engineering dann anerkannt bekommen. Das heißt also, ich schaue so ein bisschen in die Modulbeschreibungen rein und schaue, ob die Kompetenzen, die da vermittelt werden, den Kompetenzen der Module im Studiengang Digital Business Engineering entsprechen. Das kann zum Beispiel sowas sein, ich nenne einfach mal so ein paar Beispiele. Sie gehen ins Ausland an eine ausländische Hochschule und besuchen einen Kurs zum Beispiel im Bereich Data Science, nämlich das jetzt einfach mal her, Data Science oder Artificial Intelligence oder Statistical Learning. Und dann wäre es zum Beispiel ein Kurs, wenn Sie den da besuchen, dass Sie den für das Modul Artificial Intelligence bei uns anerkannt bekommen. Das wäre überhaupt kein Problem. Sie könnten auch im Ausland Module besuchen, zu denen es vielleicht zu den ein oder anderen keine unmittelbare Entsprechung gibt, dann haben wir eine gewisse Flexibilität bei uns im Wahlfachbereich. Ne? Dass Sie also quasi mit einem erfolgreich bestandenen Modul aus dem Ausland zurückkommen und das dann bei uns zum Beispiel im Wahlfachbereich anerkennen lassen. Ich halte es für wichtig, dass Sie, bevor Sie ins Ausland gehen, mit mir über genau solche Dinge sprechen, damit also auch die Aktivitäten, die Sie im Ausland machen oder die Module, die Sie da belegen, dass Sie die hier auch bei uns dann anerkannt bekommen. Aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass Studierende oftmals da so eine Art Mix-Modell fahren. Das heißt, sie suchen sich 1-2 Module raus an der ausländischen Hochschule, die sie bei uns im Studiengang dann auch anerkannt oder angerechnet bekommen. Und studieren dann Module, die also über den Studiengang hinausgehen, die also nichts mit dem Studiengang zu tun haben, die eigentlich nochmal den persönlichen Interessen der Studierenden entsprechen. Die können natürlich nicht anerkannt werden, aber was ich beobachte bei Studierenden, die ins Ausland gehen, ist vor allen Dingen genau diese persönliche Weiterentwicklung oder diese nochmal die Schwerpunktsetzung oder weitere Entwicklung auf Themengebiete sich erstrecken zu lassen, die eigentlich über den Studiengang hinausgehen. Das heißt also, ich habe bisher keinen Studierenden gehabt, der tatsächlich im Ausland 30 ECTS erbracht hat und damit ein komplettes Semester in unserem Masterprogramm anerkannt bekommt. Dazu sind einfach die Programme, die auch angeboten werden, oftmals zu unterschiedlich. Aber das ist auch nie ein persönliches Ziel eines Studierenden gewesen, sondern oftmals ist es eigentlich 1-2 Module, die anerkannt werden und der Rest dient dem Nachgehen persönlicher Leidenschaften. Was ich auch schon gemacht habe, das habe ich auch persönlich betreut, sind Masterthesen, die im Ausland angefertigt wurden. Also das geht auch, dass man also quasi, wenn man ins Ausland geht,
dann dort einfach noch weiter im Ausland bleibt. Man findet dort einen Professor, der spannende Forschung macht oder spannende Themen hat, hängt sich an den dran und sagt dann, okay, das ist ein spannendes Thema, würde ich gerne als eine Art Thesis hier bearbeiten. Und dann nimmt man auch quasi wieder Kontakt mit mir auf, wie man das jetzt in das Studienprogramm bei uns dann einbaut. Und als Masterthesis brauchen Sie ja dann eigentlich nur noch einen Betreuer von unserer Hochschule. Und wenn sich da in dem geeigneten Bereich zum Beispiel jemand findet, wenn Sie zum Beispiel ins Ausland gehen, da im Bereich Internet of Things zum Beispiel einen Professor finden, in dem Sie eine Thesis machen wollen, dann wäre ich jetzt zum Beispiel dann ein Betreuer dann der Hochschule und dann könnten Sie die Masterthesis im Ausland anfertigen und ich wäre dann der Prüfer der Hochschule Reutlingen, der Sie dann quasi komplett via Zoom betreut. Ne? Das wäre überhaupt kein Problem. Also das könnten Sie auch machen. Okay, super, vielen Dank, das hat alles beantwortet. Okay, alles klar. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Im Angesicht der Zeit bin ich mir jetzt nicht sicher, ob Sie noch weitere Fragen haben oder ob Sie schon ein bisschen mit den Füßen trabbeln und zur nächsten Session wollen, aber gerne stehe ich Ihnen natürlich noch und auch, klar, mein Kollege, der Yusuf und wie auch unsere Studierenden noch für Fragen zur Verfügung. Okay, ich gucke auch noch mal in den Chat. Gut, da sehen wir jetzt auch keine Rückmeldung. Das bedeutet nicht, dass wir aus der Welt sind. Das heißt also, sollte im Nachgang dem einen oder anderen noch eine Frage einfallen, dann einfach gerne per E-Mail sich an uns wenden. Gehen Sie auf die Webseite. Hier unten haben Sie ja noch mal den Link Follow HHZ. Das sind unsere Webseiten beziehungsweise unsere Kontaktpunkte in den sozialen Medien. Verbinden Sie sich einfach mit uns. Gucken Sie auch mal da rein, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Da berichten wir ja auch so ein bisschen darüber, was bei uns gerade so abläuft. Und da kriegen Sie, glaube ich, nochmal einen ganz, ganz guten Eindruck, wie dieses Programm organisiert ist. Darüber hinaus gehen Sie auf unsere Webseite, kontaktieren Sie mich als den Studiendekan, der Ihnen dann nochmal detaillierte Fragen, die im Nachgang aufkommen können, beantworten kann. Alles klar. Dann danke ich Ihnen, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe, Sie hatten Spaß gehabt. Nochmal kurz der Hinweis, ne, so Werbung in eigener Sache. Ich scroll nochmal ganz schnell vor. Für alle diejenigen, die sich nochmal dafür interessieren, wie das HHZ, also das Lehr- und Forschungszentrum live aussieht, den sei nochmal empfohlen. Ne, ich muss mal hier ein bisschen scrollen. Am 4. Mai wird ein Infotag stattfinden am HHZ. Der live übertragen wird, der live gestreamt wird. Das heißt, Sie können diesem Infotag wiederum über eine Zoom-Session beiwohnen. Sie können sich da reinschalten und da werden Sie Ihren Studiendekan oder hoffentlich Ihren zukünftigen Studiendekan wie auch andere Studierende mal live sehen, wie Sie aus dem HHZ und den Laboren des HHZs berichten. Merken Sie sich also den Termin vor, 4.5. um 17.30 Uhr, also auch zu einer kompatiblen Zeit für berufstätige Studierende. Schauen Sie auf unsere Webseite, da gibt es so unter dem Abschnitt Termine einen entsprechenden Link. Da können Sie sich für den Infotag anmelden und dann bekommen Sie von uns eine URL geschickt, wo Sie dann am 4.5. dem Online-Meeting sich zuschalten können. Alles klar, dann danke ich Ihnen für Ihre Teilnahme, wünsche Ihnen noch alles Gute, haben Sie noch weiterhin viel Spaß am Infotag heute der Hochschule Reutlingen und hoffentlich sehen wir uns dann bald als Erstsemester wieder. Alles klar, bis dahin passen Sie auf sich auf, machen Sie es gut. Ciao, ciao.